Dum, dum, dum. Ich hab Pause, hol jetzt mal einen Kaffee. Gut, Kurin, dann bist du aber vielleicht gar nicht mal hier, wenn ich fertig bin. Was? Streamt Blaufuchs immer noch? Ist er nicht auch schon fertig jetzt langsam? Aber ich bin gleich durch auf jeden Fall. Ich habe die süßesten und du die coolsten. Ja, darauf können wir uns einigen, Samira. Darauf können wir uns einigen. Woher weißt du das denn, Samira, wie lange Blaufuchs streamt? Bis drei, okay, drei. Aber gut, aber woher weiß Samira das? War bei ihm. Ach so. Eben gerade? Oder irgendwann mal? Ich wusste gar nicht, dass du... Ja, das weiß ich auch. Das hat er sich die Queen geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass du auch beim Blaufuchs da mal reinkommst, Samira. Das ist mir neu, tatsächlich. Aber okay. Nichts Schlimmes. Ich bin überrascht, weil das habe ich von dir nie gehört bisher. Deswegen, ne, das ist alles. So. Ein bisschen zurücklegen hier. Noch 2 Stunden angeln. Noch einmal husten. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Und wenn alles gut geht, habe ich am nächsten Tag auch genug Geld. Das wird klappt, glaube ich. Um mir... Hoppala. Zu voreilig gerade. Um mir Dings zu holen. Mein erstes Gehege. Ja, ist ganz cool. Nicht so cool wie du, aber cool. danke. Danke. Auch wenn ich nicht weiß, ob du nicht vielleicht ein bisschen parteiisch bist, aber danke. Zumindest scheinen ja weltweit mehr Leute die Meinung zu haben, dass er noch ein bisschen cooler ist. Immerhin hat er ja deutlich mehr Zuschauer und so weiter. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Indikator. Komm, 3 Fische will ich noch. 1. Ich bin jetzt Dave the Diver. Ja. Kann ich auch hier in Harvestella. Bisschen Dave Divern. Komm, 2 noch. Entspanntes Angeln. Dum, dum, dum. Es kommt wieder nichts. Also wenn sie mal nicht beißen, ist es mal ätzend. Vor allem, wenn du so kurz am Ende bist und die Zeit dir wegläuft und du nichts fischst, ist es eklig. Nummer 2. Und einmal noch, bitte. Dürfte noch knapp hinkommen. 2 werden es nicht mehr. Ich sage, ich überziehe, was ich mir zu riskant jetzt. Ich will da morgen nicht irgendwie im Service aufwachen. So, zack, aus, Ende. Na klar, der nächste könnte in 10 Minuten beißen, so in Game-Zeit, aber könnte es halt kein sicher und überhaupt nicht sowas legen. Hab dafür. Boah, viele Fische geworden hier. Das dürfte fette Beute geben am nächsten Tag, das sage ich euch. So, nochmal Stein alles weghauen. Zack, 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 zack. Fein, fein, fein. Auch Ausdauertechnisch wäre ganz gut gelaufen, das Ganze wieder. Bin ich ganz froh. Ein paar Sachen herstellen. Man kann die genug Bomben und Reparatursets haben. Warte kurz, ich überlege gerade. Ob das sinnvoll wäre, mir noch ein Gärungsfass zu holen? Ich meine, gibt mehr Saft. Oh, schneller Saft, ne? Ja, ich hole mir noch eins, aber ich habe jetzt den... Ich hole mir noch eins, ich stelle es dann hin, wenn die Zirbeln durch sind. Habe ich jetzt natürlich extra so gemacht, dass es nicht mehr hinpasst. Schlau von mir, aber egal. Weil ich eigentlich auch sowieso auf Level 2 warten wollte, aber... Kein Plan, wann ich da hinkomme. Sei aber zoll's. So, noch ein bisschen was hiervon. Zack. Ach, wir haben genug zu essen. Wir haben genug zu essen. Ich bin sehr müde. Ich weiß das selber. Mal checken. Wir haben... Ja, hier. Yeah, 13 Essen. Nochmal das Superessen oben drauf. Ja, was essen die already? Ja, am Arsch. Wir haben früh morgens schon. Wir müssen ins Bett, Aria. Sei mal nicht so. Ich könnte doch total viel. Sephiroth, Zerstörer der Welten. Wach auf, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Achso, sie ist das. Ich falsche Stimme genutzt dafür. Du bist es wieder. Ja, hallo auch. Sieht aus, als hättest du dich wieder... als hättest du wieder den Stein berührt. Der Stein. Achso, doch, ja, klar. Hat sich dein Eindruck denn verändert? Cool ist zurück. Nein. Ich sag mal ja. Ich weiß gar nicht, was... Ja. Wie dem auch sei. Die Welt besteht aus dem, was man wahrnimmt.
Sie ist immer da und tanzt wie ein Schattenspiel in deinem Verstand. Aber genug davon. Wie ich sehe, hat dir das Geschenk gefallen, das ich dir gegeben habe. Sie hat ja noch längere Haare. Ich sehe gerade, sie hat noch längere Haare als alle anderen vorher. Man sieht nicht mal das Ende ihrer Haare, weil da der Stein davor ist. Oder die Wolke oder was immer da gerade vorschwebt. Ich habe ein neues für dich. Benutze es klug. War die Fee ihr Geschenk? Was meint sie? Level? Kein Level Up? Kein Level Up für einen Bossgegner? Was? Ah, toll. Erdbeere 2000. Ja, läuft. Läuft. Klick, klack. Die Zeit läuft ab, Leute. Läuft also auch. Ja. Aufgewacht. Draußen sind aufregende Stimmen zu hören. Sieh mal nach. Ja, es muss ja dann das Geschenk von ihr sein. Jetzt ist die nächste Fehler im Anmarsch. Das ist jetzt schon mal, glaube ich, kann man sich denken, ne? Hallo. Ich bin's, der Sephiroth, Zerstörer der Welten. Wie geht's euch so? Fee Nummer 2. Oh ja, beide Dinger sind fertig übrigens beim da drüben. Und? Ist die Chronomalie des Frühlings sicher, hm? Ja, so ziemlich. Aber ich habe mich gefragt, seit wann dieses Eierteil da dran klebt. Kurin. Stimmt, auch wenn ich mir heute ja ein bisschen in die Nessel gesetzt habe, muss auch wieder sein. Ja, passt schon. Wie sagst du, was hast du denn gemacht bei Blaufuchs? Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt kommt Aria. Was soll der Krach hier, hä? Ja, noch mehr Insekten? Oh, wir sind keine Insekten, wir sind große Feen. Groß ist relativ, hä? Also, ich bin die Fee der Chronomalie des Frühlings. Dass er mir das weiß, ist klar, aber ja, mach das mal, Kuchi. Ach ja, stimmt ja. Feen. Das ist also eine der anderen Feen, die du erwähnt hattest, ja? Und jede herrscht über eins der vier klassischen Elemente. Die vier klassischen Elemente? Ja, direkt verstanden. Naja, Feuer, Wasser, Luft. Warte, war gar nicht wahr. Die klassischen Elemente sind Feuer, Erde, Luft und Wasser, richtig? Das war aber, glaube ich, hier anders genannt. Egal. Interessant. Ihr seid also die Energiequelle des Planeten, ja? Die große Frühlingsfee. Du hast den Wind erschaffen, richtig? Erschaffen? Du denkst, das war ich? Hey, ist das denn so seltsam? Du bist schließlich die große Fee, Quelle der Energie der Welt, Bringerin des Windes. Guck mal, Skeldel spielt Dave the Diver. Und ich bin die große Feuerfee, die einzig wahre Schöpferin der Flammen. Oh, jetzt habe ich es kapiert. Das erzählst du den Menschen also immer. Sie hat recht, wirklich. Ich bin die große Windfee, Schöpferin des Sturms. Wie war das, Firefly? Das bringt uns in eine Menge Knabbereien ein, oder? du hast gelogen, Firefly. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Wie sich rausstellt, tun Feen nichts anderes als zu lügen und zu betrügen. Wo hast du das Insektenspray, ja? Ach komm schon, es lief so gut und du hast mir alles vermasselt. Oh, wie gemein. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ach, du hast doch von Anfang an gelogen mit dem ganzen Feuer-Feen-Quatsch. Feuer ist nichts als ein chemisches Phänomen. Siehe Aristoteles oder die vier klassischen Elemente, hä? Das eine neue Frage aufwirft. Was seid ihr wirklich, hä? Was sind wir? Ich schätze, wir, naja, leben einfach bei den Chronomalien? Das ist natürlich nicht alles, nein. Ich kann es euch wohl sagen, jetzt wo die Sache eh aufgeflogen ist, hä? Naja. Wir sind Chronomalien-Aufseherin. Wir reisen umher und stellen sicher, dass sie tipptopp in Schuss sind. Aufseherin? Wer in aller Welt hat euch denn diesen Job gegeben, hä? Oh, das war im... Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ach,
Ich dachte schon, wir hätten einen neuen Hinweis gefunden. Wie kannst du was Wichtiges vergessen, ha? Was ich aus diesen neuen Informationen schließe, ist, dass du nichts weiter als ein Arbeitsesel bist. Wow, das klingt doch toll. Esel sind niedlich. Die ist so doof. Nee, das sehe ich aber ganz anders. Macht dich diese Beziehung nicht bezeichnet mich ein bisschen traurig, ha? Von großen Quellen der Macht der Welt zu da keine Chronomalien. Das ist ein ziemlicher Abstieg, ha? Nicht, dass das eine Rolle spielt. Ich habe dir von Anfang an nicht geglaubt, also was soll's. Ja, ich auch nicht. Irgendwie überzeugt mich das nicht, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Aber trotzdem klingt es so, als wäre nicht alles gelogen gewesen. Hm? Schließlich gab es tatsächlich eine Anomalie bei der Chronomalie des Frühlings, tja. Diese Zeit würde im Chaos versinken, wenn wir das Eis Himmels und die Drachen in Ruhe gelassen hätten. Ganz genau. Weshalb ihr gehen und euch den Rest der Chronomalien ansehen solltet. Ganz wichtig. Das hätte ich eh gemacht. Große Geister denken gleich. Nun ja. Wenn in diesem Zeitalter was Schlimmes passiert, kann ich vielleicht nicht mehr in Mainz zurückkehren. Gut, dann ist es beschlossen. Sag mir Bescheid, wann du bereit bist, zur nächsten zu gehen. Yes. Verliehste. Neuer Name. Komm. Ich bin total kreativ. Nennen wir sie Windy. So in Richtung, also nicht Windprinzessin Windy, sondern meine Fee Windy. Ich bin fast sicher, ich habe sie auch im anderen Spiel so genannt. Ich bin konsequent kreativ. So. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was die noch für Sachen auf ihrer Tafel hat. Und dann ist aber Haya für... Und das will ich auch noch ganz kurz machen. Ach, was ich denn alles machen will. Bärensaft. Gleich mal gucken, was das Ding bringt gegenüber dem, was wir gerade haben. 600 LP. Keine Ausdauer, wohlgemerkt. Aber, wie schon mal erwähnt, du kannst Getränke trinken, wenn du halt... Das macht den Magen nicht voller. Gibt also trotzdem immer noch regelmäßig LP, auch wenn du bald vollen Magen hast gegen den Boss und dich aber trotzdem regenerieren musst, ganz dringend. Aber ich meine, die geben normalerweise auch nebenbei noch Ausdauer. Das tut dir jetzt hier leider gar nicht. Komm, einer geht noch. Aber ja. Drei neue Sachen. Nicht jetzt. Doch. Nein, okay. Machen wir später. Ich gucke mal die Aufgaben an und dann ist tatsächlich und wahrhaftig Schluss für heute. Nichts geschafft, war ja klar. Wind. Tomate, habe ich schon. Gurke, aha, hier die Gurken. Und hier die Erdbeere. Baue 10 mal ab, das habe ich locker geschafft. Erntefähigkeit. Ach, guck mal, ich kann ja mehr ernten. Zack. Gurkula, habe ich auch schon 15. Anleitung für die Käsepresse, jawoll. Und? Laden. Noch 3 bis nächsten Geschenk. Anleitung für den Smoker. Tada. Such a good job. Farmverbesserung, Pflanzfähigkeit. Oh, auch das kann man dann laden. Ich krieg's sogar noch hin, jawoll. Alles schon geschafft bis jetzt. Sehr geil. Das ist schwierig. So ein Ding ist und dann zack, 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 ne? Aber es ist ja eine Farmverbesserung. Ah! Ich glaube, Farmverbesserung heißt, dass man eine höhere Chance auf höherwertige Ernte hat. Aber habt ihr schon gesehen, es gibt ja diese Spezialsachen, die halt golden sind. Das dürfte jetzt wahrscheinlich mit der Farbverbesserung auch steigen. Ich denke mal, das ist es gewesen. So, jetzt noch 9 bis zum Geschenk, dann die Ausdauer, die weniger runtergeht. Aber jetzt, ja, läuft, läuft. Okay. Und darum die Erdbeeren. Aber hier, guck mal. 45, nicht 30. Aber war doch gut, mir ein paar Erdbeeren geholt zu haben. Aber ich hätte offenbar genauso viel Gurken haben müssen. Und prickel dies hier, den habe ich gar nicht groß gemacht. Das ist natürlich doof. Das schaffen wir jetzt auch nicht mehr. Wenn das hier kriegen wir hin. Auch außerhalb von Herbst, Winter und so weiter. Abbauen, das ist auch nebenbei. Waffen verstärken, das läuft alles nebenbei noch irgendwie. Also die nächste Fähigkeit ist auch noch kein Problem, das ist locker in Sicht. Aber Tomaten wird... Wobei Tomaten haben auch noch im Sommer, ne? Gurken aber glaube ich nicht. Und die auch nicht. Also die drei muss ich noch irgendwie im Frühling so das geht schaffen, aber es wird wohl nichts. Das sehe ich gerade nicht. Hier, Pflanzen mit Schubpflanzen, auch super. Größer Bereich. Und das Ernten das gleiche, ne? Klar. Was wir schon haben, wird auch so gemacht. Hier,
Da muss man mal. Farmverbesserung. Durch die Verbesserung der Farm können hochwertige Pflanzen geerntet werden und die bringen mehr Geld ein. Siehst du. Aber ich war der Meinung, ich habe bereits meine Farm einmal verbessert durch die Feuerfee, oder? Also auch die Gerichte werden besser dadurch. Alles mega, alles super. Ach so, das kommt erst danach. Okay. Also ganz dringend hier noch 6 schaffen bei Firefly, damit wir auch da nochmal die Farm verbessern können. Noch mehr. Ihr seht, es ist sinnvoll, früh viele Feen zu haben. Man kommt einfach schneller bei allem voran, wenn man darauf es anlegt. Muss man nicht. Ich tu's. Egal. 1, 2, 4, 5. Sollte machbar sein. Und dann nochmal kochen. Ah, es wird knapp, das mit den Erntesachen noch hinzukriegen. Aber schauen wir mal. Dennoch, ich speichere und mach aus. Das Ernten und so weiter. Wobei, ich ernte jetzt auch nochmal. Siehst du, ich habe noch ein Bunch Zeug zu ernten. Da vorne ist ja alles wieder da, wie man sehen kann. Und die Radieschen sind ja auch noch... Ne, sind Tomaten, ne? Speichern wollte ich eigentlich. Speichern. So, warte, warte, nicht da oben. Da wäre jetzt was passiert. Ich wollte mal neu speichern, siehst du? So, darauf speichern. Zack, Ende aus. So, liebe Leute. Das war's jetzt aber. Ich sehe gerade... Weißt du was? Nein, komm. Ich bin jetzt bei... Nee. Ich ernte noch ganz fix. Ich habe jetzt eine Minute ungefähr. Bis ich, glaub, die nächste Folge voll habe. Da mache ich noch ganz fix, dass ich mich die Zeit rumkriege. Das wäre jetzt Quatsch, jetzt eine lange Folge zu machen, die 40 Minuten dauert, statt 2 Folgen auszumachen. Dann nehmen wir eine ganze nochmal so. Das ist jetzt auch egal. Komm. Haben wir eine Folge mehr für YouTube. Das ist, glaube ich, ganz wirtschaftlich. Na? Zack. Ah, schon praktisch sowas hier. So, geht hier noch was? Oh, ich brauche mehr als das, okay. Oh, ich brauche mehr als einen Weizen? Aber ich bekam noch einmal... Ah, okay. Ich brauche mehr als einen, das zu holen. Oh, das ist ja fies. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Halt nur noch kurz. Geht weg. So, kommt hier rein. Gras kommt auch rein, weil nachher für Viehhaltung und so weiter, wissen wir ja. Na, kann auch erstmal rein. Pflanze dann die Tage neu. Zack. Samme. 20, ja. Ein, zwei Sachen pflanzen geht noch. Und noch alles gießen, dann ist Ende. Wie fix man auch seine Meinung ändern kann bei dem Spiel. Oder generell. Ich ist ja bekannt für sowas. Was soll ich sagen? Es wäre wirklich dumm, das jetzt nicht so zu machen, wie ich es mache. Hat ja nicht was damit zu tun, dass man sich wieder spielt. Es hat aber nur länger gedauert als gedacht, das ganze Event eben. Die Sequenz und entsprechend ist es halt so. Ich freue mich schon, wenn ich nachher auch mehr auf einmal gießen kann, als bloß dieses eine Feld. Ja, auch das wird nachher besser werden. Man kann nachher 3 auf einmal gießen. Ich glaube sogar nachher mehr als 3. Ist dann auch sehr angenehm. So. Zack, zack. Na, na, na. Und das Gute ist, es wartet gerade kein Dungeon auf mich. Ich meine, den nächsten Dungeon, meine nächsten Fee, den schaffe ich sowieso nicht mehr vor Ende des Frühlings. Das kannst du vergessen, weil ich muss erstmal generell zur nächsten Stadt. Da muss ich den Dungeon wieder durchqueren. Also diesen unteren Wald, der beim Einhorn, wo es Quest auch zu bezeichnen gewesen ist. Da muss ich nochmal durch. Also nochmal Mini-Dungeon quasi. Und dann nochmal den richtigen Dungeon bei der Hauptquest dann. Das wird in 9 Tagen in-game nichts. Das kannst du vergessen. Daher keine Eile. Das reicht, wenn wir die dann auch... Das Enden, nein. Wenn wir die Ende oder Mitte des nächsten Monats annehmen. Oh, habe ich da vergessen eins... Oh, guck mal. Hat er vergessen, so ein Ding dahin zu legen, wie es aussieht. Ein Feld nicht gemacht gestern. Schade. Rumgelaufen. Ich könnte jetzt ein Gärungsfass hin tun, dass wir aber alles in einer Reihe haben. Sonst wird es mir jetzt unübersichtlich und auch nicht mehr hübsch. So, das auch nochmal einmal. Boink. Boink. Na. Zack. So. Und speichern. Unten. So. Sehr schön. Blop, blop. Ich gucke ganz kurz, was meine Ferienaufgaben jetzt sagen. Ich da jetzt ein bisschen weiter bin schon wieder. Nee. Hier fehlt nur einiges. Da kam ich nicht weiter, leider.
Hier habe ich immer eine Erdbeere. Und die nächsten Erdbeeren, die ich brauche, wo sind sie? 90, okay. Das sollte man vielleicht noch schaffen. Ich bekomme hier ungefähr 15 jeden zweiten Tag. Wir haben noch 6 Tage. Also kriege ich noch knapp. Ich habe ja einen Teil Erdbeeren noch vorher gepflanzt. Das wird ganz knapp noch was werden. Die Frage ist nur, ob nach der 90 noch eine Zahl kommt. Ich habe das Gefühl, es wird doch mehr als 100 werden. Ich habe mich dann vertan mit meiner Ansage vorhin. Aber ist egal, ist nicht so schlimm. Dann wird es doch dieses Jahr wieder nichts werden. Aber zumindest kam ich schon recht weit damit, das ist okay. Und die Gurken werden sowieso überhaupt auf gar keinen Fall irgendwas dieses Jahr noch. Und nochmal speichern. So, liebe Leute, jetzt war es aber endgültig. Der alte Verzieher wieder, ne? Vielen Dank für heute fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht wird es Freitag wieder was mit Mira Multiplayer, Diablo oder sowas in der Richtung. Mal gucken. Ist ja der eigentlich normale Tag dafür. Ansonsten sehen wir uns spätestens aber am Sonntag wieder für Xenoblade ab 18 Uhr. Und bis dahin, gehabt euch wohl und macht was aus dem neuen Jahr. Wahrscheinlich ist für einige von euch, wie bin ich auch, dann morgen der erste Arbeitstag wieder in diesem Jahr. Gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Ciao.